Leute, die Ankündigung von Star Wars Outlaws hat mein Hirn immer noch so vollkommen im Griff. Die Trailer und Informationen, die wir bekommen haben, waren jetzt nicht so zu 100% perfekt, aber das, was wir gesehen haben, zeigt eine Menge Potenzial, was noch wirklich ausgeschöpft werden kann, bis das Spiel dann 2024 rauskommt. Einfach mal so eine Mischung aus Assassin's Creed und GTA im Star Wars Universum mit der Möglichkeit, frei zwischen Planeten zu reisen. Wenn das gut umgesetzt wird, kann das Traumspiel für eine Menge an Star Wars-Fans werden. Die Trailer haben uns jetzt ja schon einiges gezeigt, aber ich dachte mir so, heute wäre es mal interessant, uns anzuschauen, welches Potenzial dieses Spiel denn wirklich hat, in Bezug so auf verschiedene Planeten, Locations, Gruppierungen und Charaktere, denen wir da begegnen könnten. Da haben wir schon einige zu sehen bekommen, andere Sachen können wir vielleicht aus Details schließen und manches wäre halt auch einfach viel zu gut, um es nicht mit in das Spiel reinzunehmen. Deswegen würde ich gerne einmal so mit den Sachen anfangen, die wir da schon gesehen haben und kennen und dann zu den Sachen kommen, die möglich wären und einfach super, super viel Spaß machen würden. Wir wissen ja, dass das Spiel zwischen Episode 5 und 6 angesiedelt ist, also so mitten im Konflikt zwischen den Rebellen und des Imperiums. Und dass wir hier viel mit und auch gegen verschiedene kriminelle Organisationen arbeiten werden. Da haben wir in beiden Trailern ja schon die Pikes gesehen und Kay sagt ja im Gameplay-Trailer auch, dass sie nach dem Überfall auf die Pikes jetzt wohl erstmal nicht mehr von den Pikes angeheuert wird, dass die ihr das aber auch hinterher irgendwann verzeihen werden. Das bedeutet zum einen, natürlich sind die Pikes in dem Spiel drin und ich kann mir schon fast vorstellen, dass man so verschiedene Aufträge annehmen kann und je nachdem, was man dann für einen Auftrag macht, bekommt man vielleicht mehr Ansehen bei einem bestimmten Syndikat und verliert vielleicht auch Ansehen bei einem anderen, dass man vielleicht für die Hutten die Pikes überfällt und dann kriegt man mehr Aufträge für die Hutten und für die Pikes kann man dann eine Zeit lang erstmal gar keinen Auftrag machen oder so. So wie man das von anderen YouTubern hört, die noch so eine kleine eigene Pressekonferenz erhalten haben, könnte das Spiel wirklich so in die Richtung gehen. Also das ist nicht nur meine Vermutung, es scheint so Hinweise dazu schon gegeben zu haben. Wenn man aber hier Syndikate generell hört, können ja die Pikes nicht die einzigen sein. Deswegen bin ich mir zu 100% mittlerweile sicher, dass wir auch die Hutten im Spiel haben werden. Im vorgerenderten Trailer haben wir schon Jabba mit dem eingefrorenen Han Solo gesehen. Und im Gameplay-Trailer ist man am Ende ja auch noch kurz auf Tatooine. Damit glaube ich nicht nur, dass wir Hutten in dem Spiel sehen werden, sondern eben Jabba auch persönlich. Wenn man nach den Kanon-Comics geht, wäre zu dem Zeitpunkt sowieso der Huttenrat tot und Jabba so der mächtigste Hutter im Outer Rim. Damit würde Jabba sowieso hier am meisten Sinn ergeben. Natürlich hoffe ich, dass wir auch einfach kleine, unabhängige Kriminelle sehen, die vielleicht gar nicht so mit den Syndikaten zu tun haben. Wenn das Spiel aber richtig, richtig krass werden will, hätten wir dann noch mehr Syndikate. Zu der Zeit gab es nämlich 5 galaxisweite wirklich große Syndikate oder Kartelle. Die Hutten und die Pikes, die wir ja hier schon angedeutet oder wirklich gesehen haben, aber zum Beispiel auch noch Crimson Dawn, was wir vor allem aus Solo A Star Story kennen, oder auch die Schwarze Sonne. Die tauchte ja das erste Mal vor jetzt fast 30 Jahren in Shadows of the Empire auf und war ja auch in den Klonkriegen und in The Clone Wars sehr aktiv. Aber was bei dem Spiel vielleicht somit am meisten Sinn machen würde, wo wir vielleicht auch schon so einen Hinweis drauf haben, wäre die Crimora, das 5. Syndikat in dieser Liste. Bisher tauchte das Crimora-Syndikat im Tarkin-Roman auf, und wurde auch in den letzten so 8 Jahren in sehr, sehr vielen anderen Werken erwähnt. Immer mal, dass irgendwelche Leute von den Crimora geredet haben, die sind aber nie wirklich aufgetaucht, haben nie wirklich was gemacht. Das heißt, großartige Geschichten über die haben wir wirklich, wirklich sehr wenig. Die sind ein unbeschriebenes Blatt, zu einem Großteil. Und könnte dann hier für das Spiel als das große Verbrecherkartell ausgearbeitet werden, um das es dann in dem Spiel gehen wird. Da hätte das Spiel dann riesige Freiheiten und könnte da sehr viel machen, ohne mit dem Kanon Probleme zu kriegen. Und das Interessante hier ist, die Crimora arbeitet mit der Droiden-Gotra zusammen. Das ist eine Gruppe, die sehr militant für Droidenrechte kämpft und vor allem von alten, umprogrammierten Kampfdroiden gegründet wurde. Kampfdroiden, die eigentlich vom Imperium verschrottet werden sollten, weshalb die auch ihre eigenen Probleme mit dem Imperium haben. Die sind also angefangen mit alten Kampfdroiden und deswegen besteht die Droiden-Gotra zu einem Großteil aus alten Separatisten-Kampfdroiden. Die haben aber auch jegliche andere Droiden mittlerweile mit drin.
Und jetzt gucken wir uns mal den Begleiter in dem Spiel an. ND5, das ist ein alter BX-Kommandodroide der Separatisten. Über den wissen wir wirklich bisher noch nicht viel. Und es könnte einfach sein, dass der zu der Droiden-Gotra ursprünglich gehört und der jetzt ein Mittelsmann für Kay ist. Oder halt ein Verbündeter, den die Droiden-Gotra durch die Crimora oder so Kay gegeben hat. Vollkommene Spekulation, würde aber durchaus passen und könnte, glaube ich, ziemlich cool werden. Generell wäre es halt einfach nice, so alle fünf großen Syndikate hier präsent zu haben. Das wäre das Krasseste, was sie so machen könnten. Und wenn man das weiterdenkt, könnten alle fünf Syndikate unterschiedliche Missionstypen einem so geben, dass man von den Hutten andere Missionen angeboten bekommt als zum Beispiel von den Pikes. Was dann das Gameplay noch ziemlich interessant machen könnte. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht die Rebellen und das Imperium vergessen. In den Trailern haben wir ja einiges vom Imperium so gesehen. Dass man das Imperium scheinbar auch bestiehlt, haben wir zum Beispiel in diesem vorgerenderten Trailer. Und dass man auch mit korrupten Imperialen zu tun hat, die Bestechungsgelder haben wollen, sehen wir hier im Gameplay-Trailer. Genau das gleiche würde ich auch bei den Rebellen, um ehrlich zu sein, sehen wollen. Dass man die vielleicht auch beklauen kann oder auch andersrum auch mal Missionen für die machen kann. Am interessantesten fände ich aber vielleicht auch, wenn man so eine Mission oder zwischendurch mal Missionen hat, wo man vielleicht das Imperium beklauen möchte und man dann herausfindet, dass die Rebellen da auch rumschnüffeln, sei es jetzt, um irgendwas zu sabotieren oder auch um was zu klauen. Und dann kann man sich entscheiden, ob man mit denen zusammenarbeitet oder gegen die arbeitet, ob man zuerst mit denen zusammenarbeitet und dann die Beute teilt oder halt dann die im letzten Moment hintergeht oder man muss vorsichtig sein, dass die einen dann nicht hintergehen. Das fände ich so einen ziemlich coolen Twist für die ein oder andere Mission, die man da machen könnte. Sowas vielleicht in der Art wie im Bad Batch Staffel 2 Finale, wo das Bad Batch dann ja auch rausfindet, dass die da nicht alleine sind, sondern Saw Gerrera und der durchkreuzt halt deren Pläne und deswegen läuft da halt alles schief. Dadurch, dass man hier halt nicht eine der traditionellen Seiten spielt, eröffnet das halt eine Menge mehr Möglichkeiten für mehr Optionen generell, aber auch für mehr Probleme, die da auftreten könnten. Aber dieses Setting und vor allem diese Ära bietet natürlich auch eine Menge Möglichkeiten für Cameos oder auch größere Auftritte bekannter Charaktere. Einige, die sehr, sehr wahrscheinlich sind und andere, die eher unwahrscheinlich sind, um ehrlich zu sein. Aber lasst uns da mal ein bisschen spekulieren, weil mir macht das extrem viel Spaß und ich glaube, ihr guckt mich unter anderem auch deswegen. Natürlich habe ich jetzt schon Jabba genannt. Der taucht halt in einem der Trailer auf und damit wird es, denke ich, wahrscheinlich, dass wir Jabba zu Gesicht bekommen oder dass wir zumindest in dem Spiel irgendwie für Jabba arbeiten oder mal gegen Jabba arbeiten und dass Jabba zumindest im Raum steht. Ob wir den dann wirklich sehen werden oder nicht, ist dahingestellt. Wenn aber Jabba nicht, gibt es natürlich so ein paar andere Persönlichkeiten, die mit Jabba zusammenhängen, die dann hier deutlich wahrscheinlicher werden. Zum einen hätten wir da Bib Fortuna, den Majordomus von Jabba, der ja so das Tagesgeschäft für Jabba in seinem Palast und so macht. Könnte halt sein, dass wenn wir Missionen für Jabba machen, wir die Missionen von Bib Fortuna kriegen. Und ich meine, wer ist noch auf Tatooine oft in Jabbas Palast vertreten? Wer arbeitet ganz oft für Jabba zu dieser Zeit? Boba Fett. Wenn wir da auch in dem vorgerenderten Trailer sehen, dass halt der eingefrorene Hahn zu Jabba kommt, hat Boba da gerade einen riesen Job für Jabba abgezogen und könnte halt sein, dass er dann zu der Zeit noch bei Jabba ist, für den ein paar Aufträge macht und dass man dem da begegnet. Und generell halt so ein Spiel zu der Zeit, was in der Unterwelt spielt und wir kriegen halt Jabba irgendwie zu sehen oder Jabbas Palast, das ohne Boba Fett fände ich schon komisch. Deswegen muss ich sagen, setze ich hier einiges auf Boba Fett. Lustig wäre es dann auch, wenn es so die Möglichkeit geben würde, hier und da auch mal Jobs so gegen Jabba zu unternehmen und Boba Fett einen dann jagt. Dann wäre nur so die Sache, Boba kann ja dann nicht sterben. Wie regelt man das Ganze, wenn man von Boba gejagt wird, ohne dass das entweder Boba oder man selbst stirbt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aus den Comics wissen wir aber auch, dass Boba und Black Chrysanthemum zu der gleichen Zeit bei Jabba beide angestellt waren. Womit Black Chrysanthemum, den wir unter anderem jetzt auch aus Book of Boba Fett kennen, hier auch eine Möglichkeit wäre. Allerdings ist Black Chrysanthemum, denke ich, nicht so wahrscheinlich wie Jabba oder Bib Fortuna oder vielleicht auch Boba Fett. Beim Thema Unterwelt haben wir natürlich auch noch so ein paar andere Leute, neuere Charaktere, die möglich wären, wie zum Beispiel Fennec Shand, die als Freund, Feind oder auch Auftraggeber auftauchen könnte, oder sowas wie die Mandalorianer, die zu der Zeit ja auch einige krumme Jobs abgezogen haben, sowas wie zum Beispiel auch Bo-Katan oder Mandos Gruppe mit der Schmiedin, mit Paz Vizsla oder einem jungen Mando,
wäre möglich, wenn die in die Richtung gehen wollen? Damit meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie die Hauptmission sein sollte oder so, aber in einer Nebenquest oder irgendwie als Nebencharakter in der Mission könnte irgendwer davon auftauchen. Wenn wir uns aber noch die verschiedenen Kartelle anschauen, wäre da noch ein sehr, sehr interessanter weiterer Charakter möglich, nämlich Prinz Xizor, Xizor, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der ausgesprochen wird richtig. Der war nämlich das Oberhaupt der Schwarzen Sonne genau zu dieser Zeit, allerdings in Legends. Und den kennen wir da ja auch aus Shadows of the Empire. Dieser Fallen ist im Kanon bisher jetzt nur einmal erwähnt worden, aber seine Spezies hat in The Clone Wars halt auch die Schwarze Sonne geleitet. Womit Outlaws so der perfekte Ort wäre, um Xizor als Oberhaupt der Schwarzen Sonne wieder einzuführen. Und wenn Xizor im Spiel auftaucht, hoffe ich einfach auch auf Dash Randa. Das war der Protagonist in Shadows of the Empire, der halt dann auch gegen Prinz Xizor vorgegangen ist und quasi so ein Schmuggler Han Solo 2.0. Dash Randa wäre dann halt auch einfach cool in so ein paar Nebenmissionen auf Seiten der Rebellen zu sehen. Das wäre einfach viel, viel zu cool, da so ein Throwback an ein Spiel, was quasi fast 30 Jahre jetzt alt ist. Und je nachdem, was für Aufträge man so bekommt oder wer einen vielleicht jagt, wären so Kopfgeldjäger wie IG-88, Bosk, Zuckus, Philom natürlich auch noch möglich. Und eine Person, die ich noch erwähnen muss, die allerdings eher unwahrscheinlich ist, ist Dr. Aphra. Die ist so der weibliche Kanon Indiana Jones ohne Moralkompass von Star Wars. Eine Archäologin, die nicht davor zurückschreckt, antike Sachen zu klauen, um die selber zu nutzen oder halt für viel Geld zu verscherbeln, ein Droidenprogramm zu finden, was Droiden zu absoluten Killer-Droiden macht und das einem Astromech und einem Protokoll-Droiden einzubauen, die ihre eigenen Droiden wären und dann auch für Darth Vader zu arbeiten und ganz wilde, lustige Abenteuer zu erleben, würde halt passen, weil die halt auch teilweise Sachen überfällt und Sachen klaut. Deswegen würde das thematisch sehr gut passen, aber Dr. Aphra und die Protagonistin von Star Wars Outlaws, Kay, sehen sich relativ ähnlich, machen ähnliche Sachen. Ich glaube, die sind sich zu ähnlich, als dass die hier zusammen auftauchen könnten. Ansonsten würde das ziemlich gut passen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass die so Easter Egg-mäßig irgendwie erwähnt wird oder so, aber dass die auftaucht, ist doch eher unwahrscheinlich. Und natürlich haben wir auf Seiten der Rebellen, ich hätte jetzt fast Han Solo gesagt, weil der natürlich in der Unterwelt gut passen könnte, aber wenn das jetzt nicht über eine größere Zeitspanne spielt, ist der halt hier bei Jabba eingefroren, deswegen fällt Han raus. Aber so Luke, Leia, Chewie, Lando, die wären alle möglich. Vor allem, wenn man hier so auf Tatooine ist und dann da auch in Jabbas Umfeld ist und Han ist da halt eingefroren, irgendwann kommen die und wollen Han befreien. Könnte halt sein, dass man die bei den Vorbereitungen mal trifft oder so. Könnte sein, muss halt nicht. Und was so die Locations angeht, haben wir in den Trailern ja schon einiges gezeigt bekommen. Wir haben diesen neuen Mond Toshara, wir haben gesehen, dass Kay nach Akiva fliegt, was ein Planet aus den Nachspielromanen ist. Bei dem hatten in den Klonkriegen die Separatisten unter der Erde riesige Droidenfabriken und zur Zeit des Imperiums, was ja jetzt ist, arbeitete die Regierung des Planeten eng mit dem Imperium zusammen. Dann haben wir diesen Planeten hier, der wahrscheinlich einfach Kijimi aus Episode 9 sein soll. Und ich glaube auch, dass das hier, was einige als Canto Bite gedeutet haben, auch ich, soll wahrscheinlich auch Kijimi sein. Wir haben Tatooine natürlich schon, darüber haben wir gesprochen. Aber wir haben so für ungefähr 2 Sekunden auch das hier. Das sieht nach einer sehr engen Gasse in einer großen Stadt aus. Star Wars und große Stadt. Das hört sich nach Stadtplanet an. Da sind viele Möglichkeiten in Star Wars, nicht zuletzt Coruscant oder Hosnian Prime in den Kernwelten. Was aber hier im Prinzip am meisten Sinn ergeben würde, wäre einfach der Schmugglerhafen Nar Shaddaa. Und lang, lang ist es her, dass wir den in dem Videospiel so richtig zu sehen bekommen haben. Das ist der Mond Nal Huttas, was ja wiederum der Hauptsitz der Hutten eigentlich ist. Ich bin mir nicht sicher, wie das im Kanon ist, wo der Huttenrat halt jetzt getötet worden ist zu dieser Zeit, aber nichtsdestotrotz ist Nar Shaddaa da immer noch ein absolutes Schmugglerparadies. Wenn Nar Shaddaa nicht in einem Spiel über halt Kriminelle im Outer Rim auftaucht, weiß ich nicht, wo Nar Shaddaa auftauchen sollte. Deswegen passt das im Prinzip zu gut, dass das quasi Nar Shaddaa sein muss. Was einfach eine verdammt coole Location ist. Und ein guter Kontrast zu so einem sehr verschneiten Planeten und zu so einem eher grasmäßigen Planeten ist. Deswegen tippe ich hier sehr
sehr auf Nasha da, was mich mega freuen würde. Aber was meint ihr? Ich habe jetzt hier fast 20 Minuten über Star Wars Outlaws abgenördet, beziehungsweise nicht mal über das Spiel, sondern über das, was vielleicht sein könnte in dem Spiel. Mich haben diese News und Trailer wirklich, wirklich gehypt. Ich hoffe, das Spiel kommt irgendwann 2024 und wird in die Richtung irgendwie wirklich gehen. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr das ähnlich seht oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wenn ihr meine Trailer-Analysen zu den beiden Trailern sehen wollt, findet ihr die hier in der Endcard verlinkt. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.